Da war ja sogar ein Pfeil. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Newer Super Mario Bros. Wii. Ja, heute mal ein anderer Anfang, weil uns fehlte ja hier noch diese Sternmünze. Jetzt habe ich keinen Cut gemacht. Egal, passt schon. Ich beende noch eben kurz das Level. Ich mag das Level sowieso. Es ist einfach geil, das Level. Ich mag das. Es ist voll cool mit der Eisblume hier. Ah, obvious. Ich wollte sagen, ich mag es mit der Eisblume hier, die Pockys zu zerteilen. Auf Deutsch gesagt, sag mal. Das fängt ja gut an hier heute. Menschenskinders hier. So. Falls ihr euch wundert, warum ich noch dieselben Klamotten anhabe wie in der letzten Aufnahme, beziehungsweise in der letzten Folge. Ich müsste ja seitdem wieder gestreamt haben und hast du nicht gesehen und bla bla bla. Ich nehme das hier doch im Anschluss auf. aber sag das den Leuten aus der Vergangenheit nicht, weil die sind dann böse, die sind dann sauer. Also nicht schimpfen. So, 2,5 war das jetzt hier gerade. Das hier ist 2,8. Okay. Das ist 2a. Das kann ja gar nicht sein. Ich war damals in der Grundschule 2c. So, 2,6. Arschen Sea Sands. Ist das Sea? Andere Sea! Aber Archen? Ich hab das noch nie gehört. Keine Ahnung, was das ist. Tut mir echt leid. Voll das Scheißspiel, ey. Hat gar keine deutsche Übersetzung. Okay. Mario Bros. Der ist geil. Okay, diese Röhre hier erinnert mich ganz stark an Super Paper Mario. Kapitel 5. Abschnitt 2. Da ist auch so eine Röhre, die führt doch dann am Ende in den Vulkan. War das nicht so? Achso, den kann ich nicht grabben. So, der verbirgt doch irgendwas, oder? So fett wie der ist. Ja, das war klar. Hier gibt's doch irgendwo einen Stern. Oh nein, bei dem Typen hätte ich jetzt die Eisblume gebraucht. Oh nö. Oh nö. Warte. Vielleicht gibt's hier noch eine. Warte. Ja, sehr gut. Ja, warte. Erstmal. Hallo. Achso, ja, so geht's auch. So, jetzt pennt der nämlich ein. Nee. Ich kann nicht in die Röhre. Egal was das. Okay. Nee, ja, dann vergesst. Ja, logisch. Das ist, ja. Vergesst es. Ich bin noch müde. Wie gesagt, ne? Es ist immer noch selber Tag wie vorgestern. Also für euch vorgestern. Beziehungsweise die Folge erschien vorgestern. Am 19.05. Und wir haben auch noch den 19.05. Ich habe immer noch nicht die erste Sternmünze. Und hier ist schon der Checkpoint. Das kann ja nicht sein. Okay, jetzt komme ich mir ein bisschen verarscht vor. Nein! Mistikack. Ja, okay, jetzt läuft gar nichts mehr. Alles klar. Ja, vielleicht war das mit der Aufnahme direkt hinterher doch keine so gute Idee. Weißt, ich wollte halt vorproduzieren, damit nichts mehr ausfällt. Damit ihr eure schönen Folgen Newer Super Mario Bros. Wii habt. Weißt du? Dann komme ich euch mal entgegen. Und das Schicksal denkt sich, nö. Das ist böse, das machen, nee. Weißt du? So ungefähr. Ich habe nicht eine Sternmünze und wir sind gefühlt am Ende des Levels. Hier läuft doch irgendwas falsch. Da ist eine. So, warte. Wie komme ich da hoch? Ach so, über die Paragoopas. Oh, lol. Ja, ist okay. Du mich auch. Ich hab dich auch lieb.
zweite. Wir haben noch die Chance, die letzte zu ergattern. Da ist sie auch schon. Oh nö. Oh Gott, ist das Schau. Das ist kinderfreundliches Display. Ja, genau. Okay, hier ist das Ziel. Ja, ich muss zugeben, geiles Level. Ja. Aber tatsächlich doch gar nicht mal so einfach, fand ich jetzt. Ja, oder ich habe mich dumm angestellt. Oder beides, je nachdem. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo die erste Sternmünze ist. Ich greife jetzt auch mal zum Pilz. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch echt nicht... Ich weiß es nicht. Ah, die ist hier oben. Hier ist ein Schild. Warte. Moment. Ist das hier so ein Assi-Move oder wie? Aber das Schild. Warum platziert man da ein Schild, wenn man das nur zur Hälfte sieht? Hä? Hatten die damals kein 16 zu 9? Dachten die beim Erstellen des Spiels, ja, das sieht man noch. Ich weiß es nicht. Hui. Alleine hier müsste ja schon irgendwo die erste Sternmünze sein. Oh, warte. Nein, ich wollte, das ist doch nicht wahr. Ja, okay, das Level hat mich auf dem Kicker. Ja, hat mich auf dem Kicker. Ich verstehe schon. Die muss doch hier irgendwo sein. Heute kriege ich echt nichts geschissen. Ne? Ja, come on! Dann soll der halt nicht noch 3 Kilometer fliegen. Ach so, ja, okay. Hä? Ja, wo denn? Das war die grüne. Ey, sag mal, jetzt aber. Nee. Sehe ich nicht. Braucht ihr mich jetzt auch nicht so angucken? Sehe ich nicht. Ich lasse mich nicht verarschen. Das wurde ich schon oft genug. So, jetzt nochmal. In aller Ruhe, in aller Gänze. Was ist mit Gänzen? Gänzen? Ja, jetzt habe ich es auch verkackt. Verreck! Sorry, ich muss meinen Frust rauslassen. Na, warum ist der nicht auf dem Fass gelandet? So, alles umbringen, was sich mir in den Weg stellt. Mir fiel jetzt leider kein Beispiel ein. Oh, Gottes Willen. Mario, bitte. Streng mal ein bisschen deine Arschmuskeln an und dann geht's los. Hä? Ja, aber... Hallo? Ach so, die grüne. Sag mal, es ist doch jetzt hier nicht alles die Possibility. Ja, also das mit dem, aus dem Level exiten, falls das ein Verb ist, das wird noch zum Running Gag. So, jetzt aber. Lacht mich nicht aus. Ich weiß, dass ihr lacht. Ich kenne euch. Ihr lacht mich immer aus. Ach komisch, jetzt ist er auf dem Fass gelandet, ne? Aber gerade eben. Ratte. Affe tot. Ja, das dachte ich mir schon, aber wir haben ja hier, wir haben ja hier, ne? So, jetzt aber! Na, geht doch. Oh, ich liebe es, wenn man im Spiel so reinzoomt. Das finde ich cool.
mag ich. So. Die hätten wir auch. Sorry, ich habe den Cut wahrscheinlich gerade voll verhauen. Je nachdem, wie ich es am Ende schneide. So, das hier war jetzt 2,6. Das hier ist 2,7. Voll lang die Welt. Aber cool. Alter, ist das da oben das Castle? Das ist einfach mal eine Pyramide. Cool. Windworn Dunes. Alter, weißt du, wo ich noch Dunes habe? In der Wüste. Nicht das, was ihr gerade dachtet. Oh Gott. Ah, okay, da ist nichts. Glaube ich. Nein, 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 nein. Ich wollte mich hier ducken. Weil, wenn man sich duckt, passiert einem nichts, wollte ich gerade sagen. War das jetzt schlau? Alter. Ohne den gelben Schalterpalast wären wir jetzt draufgegangen. Ja, am Arsch gehe ich unten lang, hallo? Das ist aber ganz schön gemein, ne? Ich meine ja nur. Aber cool gemacht. Keine Frage. Oh, Savenia. Da fliegen Münzen. Warum? Es ist gar kein Wind gerade gewesen. Upsi. Oh nein, ist das hier wieder eine Geschichte wie... Nee, ne? Ja. Nein, 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 nein. Ich leb noch, ich leb noch, ich leb noch. Jetzt sind wir. Mist! Blöde Piranha-Pflanze. Jawohl, ich hätte es ohne. Nee, durch den Wind hätte ich überhaupt gar keine wieder. Nee. Ich hätte überhaupt gar keine Möglichkeit mehr gehabt, wieder nach links zu kommen. Irgendwie nach links zu fliegen und somit auch noch die Sternmünze zu holen und zu überleben. Das wäre überhaupt nicht. Das hätte überhaupt nicht geklappt. Das war schon wieder instinktiv. Ich fall da irgendwie immer runter. Was? Alter. Wer ist hier am Kochen? Oder ich habe einen abgelassen. So viel wie ich esse, kann mein Furz nach Essen riechen. Wenn ich es nicht besser wüsste, macht das vielleicht, würde das sogar Sinn machen. Aber genug davon. Ah. Ah. Nee, 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 nee. Wisst ihr was? Diesmal bin ich... Mist, den kann ich nicht mitnehmen. Aber ich wollte gerade sagen, diesmal bin ich richtig schlau und fliege. Nein, warum? Oh Gott. Nee, das war schlecht. Ich wollte gerade sagen, ja, diesmal bin ich schlau. Ich fliege mit dem Cooper-Panzer in der Hand wieder dahin zur Sternmünze, damit, falls mich die Piranha treffen sollte, sie das eben nicht tut, sondern den Panzer. Und sie dadurch dann halt drauf geht. Ich habe keine Pilze mehr. Also nach der Folge muss ich auf jeden Fall aufhören, weil der Skill lässt abrupt nach. Nein, nein, nein. Geh da hoch. Jetzt ist hier natürlich nur ein Pilz drin. Ich krieg's kotzen. Obwohl, warte, warte, warte. Hier gibt's einen Propellerpilz. Alles gut. Das war knapp. Reicht ja auch aus, wenn man diese Stacheln von links berührt. Da kriegt man ja auch schon Damage. Also, es zählt als Treffer. Ja. So, jetzt Konzentration. Mensch, das kann doch nicht so schwer sein.
sollte meine Sätze beenden. So, jetzt Klappe halten. Nee, das kann ich von hier aus nicht machen. Das geht nicht! Es geht! Schluss, aus, vorbei. So, ich mache jetzt einen Cut. Ich muss die Folge noch rendern, die ich gerade eben aufgenommen habe. Bis gleich. Da bin ich wieder. Sorry für den Cut. Ja. Ich darf das Level jetzt natürlich nochmal machen, ne? Ganz ohne Checkpoint. Das tut mir jetzt leid. Aber hey. Zumindest bin ich jetzt nicht mehr so übermüdet. Echt? Waren wir hier? Ah ja, ich bin ja an der Sternmünze so verzweifelt. Ja. Ja, I remember. Hoch da. Ja. Bitte nicht wundern. Die letzte Folge und der Anfang dieser Folge, also bis gerade eben, kurz vor dem Cut, das war gestern? Vorgestern? Nee, gestern müsste das gewesen sein. Ja, das müsste gestern gewesen sein. Auf jeden Fall, ich war da echt total übermüdet. Ich war da mindestens schon... Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufgenommen habe, war ich mindestens... Let's try. War ich mindestens schon so um die 15 Stunden wach. Wenn nicht sogar mehr. Warum? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich wollte meinen Schlafrhythmus fixen. Jetzt müsste ich einen ordentlichen Schlafrhythmus haben. Alter, der Wind, der ist echt... Der ist echt zum... Ah, das war Sternmünze Nummer 2 nur. Ja, okay. So. Aha, da unten ist Sternmünze Nummer 3, das sehe ich schon. Das war knapp. Cool. Hier ist nichts? Das kann ja nicht sein. Da war nichts? Hä? Hä? Das heißt wie bitte? Ja, komm. Nein, Mario. Die Steuerung ist manchmal leider echt. Nein. Hui. Ah, da. Ja, moin. Ja, gut. Aber ich will wissen, ob da was ist. Warte. LOL! Voll cool mit dem Bandsprung. Oh nein, nicht die Viecher. Ich hab hier wieder voll den Scheitel, ne? Ich hab Scheitel gesagt. Ich meine ja nur. Nicht, dass ich wieder irgendwas in den Kommentaren lesen muss. Wenn ich mal welche hätte. Nein, komm, so schlimm ist es nicht. Ja, erste Sternmünze. Ich schneide das jetzt nicht, weil ich hab keine Ahnung, wo die ist. Ich hab echt keinen Plan. Du hast doch von nie was einen Plan, ne? Okay, warte. Siehst du, der Cut hätte sich überhaupt nicht gelohnt. Das Schönste, was es gibt. Oh, lol. Na, ich hab nicht geschüttelt.
Ist nix. Ja, soviel zum dem Thema. Der Cut hat sich überhaupt nicht gelohnt. Hätte sich überhaupt nicht gelohnt. Habt ihr gesehen, wie Mario gerade mit dem Propeller-Headkopf da... Ja. Ja, danke, ne? Danke, Bonusraum. Jetzt habe ich natürlich den ersten Teil des Levels geskippt. Klar, wir kennen ihn schon, aber das ist für die erste Sternmünze jetzt nicht so pralle. Hör auf, Mario! Ja, aber hier ist ja schon die zweite Sternmünze. Wow, das war close. Ja, ist schon okay. Ich darf dabei nicht springen. Ja, ich erinnere mich. Die habe ich nicht geholt? Oh. Ja, fail. Sorry, wie gesagt, das ist ein Tag vergangen. Wo ist denn bloß die erste Sternmünze? Ja. Gut, hätten wir die auch. Ja, totaler Fail. Tut mir leid. Ich, wie gesagt, ne, es ist jetzt ein Tag her. Ich weiß, das ist für ein junges Gehirn, wie ich es habe, ein gutes Zeichen. Ja. Demenz. Ich leide unter Demenz. Es tut mir leid. Nein. Also, ja doch, irgendwie schon. Wenn ich so überlege, was ich sonst noch so alles immer vergesse. Es gibt Schlimmeres? Ja. Ja, es gibt Schlimmeres. So, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.